Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Let's Build hier im Senftraum. In der letzten Folge haben wir zusammen das Schlafzimmer eingerichtet. Hier könnt ihr es noch einmal anschauen. Tada! Und in dieser Folge wollen wir hier anfangen mit dem großen Raum. Und zwar wird hier zuerst die Küche hinkommen. In der Mitte soll das Esszimmer und am linken Rand hier das Wohnzimmer hinkommen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht zu der Küche. Ich möchte es relativ hell gestalten. Und meine Lieblingsküche ist hier die vom Coole Küchenaccessoires. Deswegen kommt die auch auf jeden Fall bei mir in die Küche rein. Ah, das habe ich vergessen einzuschalten. Automatische Theken. Tada, so geht's doch. Und ich habe mir schon, wie gesagt, ein paar Gedanken gemacht und werde später dann nochmal eure Hilfe brauchen. Denn ich will eine kleine Abstimmung machen, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich es ganz genau gestalten möchte. So, erstmal die grundlegenden Sachen. Wann ist denn... Ah, Sanitär, das suche ich immer vergeblich. So, dann darf natürlich... Herd nicht fehlen. Da. Und wo ist der? Da ist der Kühlschrank. So ein bisschen ranschieben. Passt da? Ja. Yep. Sehr schön. Dann mal schauen, so, wo sind die Abzugshauben? Diese Dunstabzugshauben? Ich glaube, sind bei Apparate, oder? Ja. Ah ja, genau. Das ist auch immer so ein Objekt, was ich immer suche und nie finde. Und was ich aber auch selber relativ selten benutze. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil sie einfach nicht so hübsch aussehen. Welches nehmen wir denn? Das ist. Nee. Irgendwie finde ich die auch nicht wirklich hübsch. Alle insgesamt nicht so wirklich. Deswegen lassen wir sie erstmal. Hier nochmal Oberflächen. Wir brauchen noch mehr Stauraum, wo wir unser ganzes Gerümpel reinpacken können. Na, wo ist es denn? Haben wir das nur mit Türen? Mit Fenstern? Das ist... Es passt natürlich wieder perfekt hier von den Farben von EA. Ganz klasse. Und da habe ich aber nur die falsche ausgewählt. Ne, das ist schon die richtige, aber sieht echt scheiße aus. Deswegen weg damit. Och Manu, ich habe es mir so schön vorgestellt. Die haben echt nur mit Glasfenstern hier, mit Glasscheiben drin. Hm. Das ist richtig gefallen, tut es mir jetzt doch nicht. Was meint ihr dazu? Irgendwie habe ich es mir da noch anders vorgestellt. Alles nur offene. Ja, doch hier, das. Aber das. Die Farbe passt ja wohl überhaupt nicht dazu. Ich habe aber auch. Dann nehme ich. Mal gucken, vielleicht eine andere Farbe vom Kühlschrank, damit es nicht ganz so auffällt. Mal gucken, dann nehmen wir hier den Herd. Aber der Herd passt auch wieder nicht zu der Farbe. Das ist. Och, mein EA, mach doch mal was vernünftig. Dann nehmen wir es so. Mhm. Genau. Und jetzt wollte ich hier in der Mitte... ...eine Halbwand hinbauen. So. Plupp. Einmal hin. Und meine Säulen dazu. Mal schauen, ob wir hier eine komplett, da haben wir eine komplett weiße Wand. Und jetzt möchte ich hier gerne einen Trenner reinbauen, weil es ist mir halt zu offen. Ich habe es versucht, mit den Hängeschränken hier oben rein zu platzieren, das sah nicht ganz so hübsch aus. Deswegen gehen wir mal in unsere Dekoabteilung rein. Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ich benutze den Raumteiler hier vom Bowling Accessoires. Ups, eins. Das finde ich relativ schön.
Es ist so, hat so ein bisschen Retro was. Vom Retro-Stil her. Oder aber, jetzt mal zur Seite, wir nehmen hier aus Gaumenfreunden diese Äste. Bisschen höher platzieren. Das würde ich dann hier noch ein bisschen verkleiden, ein bisschen hübscher machen. Genau, hier sollen dann zwei Theken hin. Und da ist jetzt die Frage, was findet ihr schöner? Findet ihr das mit den Ästen so schöner? Dann schreibt mir das in die Kommentare, dass ihr gerne die Äste haben wollt. Oder wenn ihr sagt, nee, lieber diese 50er Jahre Trennwand hier. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ihr könnt es aussuchen. Das überlasse ich jetzt euch, welches ihr schöner findet. Eins von beiden soll hier in die Trennwand rein. Und das dürft ihr dann aussuchen. Weg. Genau. So. Also die Grundausstattung der Küche steht ja und jetzt kommt noch so ein paar Elektrosachen, ein paar Apparate da. So ein paar kleine Schnickschnack-Gerümpelzeugs. Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Kaffeemaschine. Gucken, welche wir nehmen. Diese finde ich ganz schön. Da haben wir eine. Nein, wir haben keine. Kaffeemaschine dazu, ein bisschen Deko dazu. Da haben wir auch Gott sei Dank so einiges für die Küche schon mittlerweile. Mal gucken, ob ich das alles wiederfinde. So, erstmal mein obligatorischer Messer. Meine Messer, wo sind die Messer? Müssen wir schneiden können. Schnibbel, schnibbel. Das ist jetzt so dieses Gesuche nach den Sachen, die ich gerne haben möchte. Ah, hier fängt es ja an. Da sind sie ja. Genau. Messer dürfen nicht fehlen. Einfach magisch. Ein paar Suppenlöffel hier. Schneide, wo die sind ja auch nicht schlecht hier. Aber die anderen sind ein bisschen moderner. Das passt besser. Ich sortiere das immer nach coole Küchen. Genau da. Genau hier so ein Gewürzregal. Hier ist das Schneidebrett, was ich eben schon gesucht habe. Da können wir aber ruhig mal eine andere Farbe nehmen. So ein bisschen das dunkle Holz. Was? Genau. Die Kochbücher können ja natürlich alles merken hier. Wo ist der Obstteller? Der Obstteller, die Obstschale. Da haben wir sie doch. Ein paar frische Früchte hier noch anbieten. Sind wir ein VIP? Sind wir ein VIP? Na, das ist mir zu viel Kitsch und Romantik. Die Gewürze dazu. Also es gibt echt doch, wenn man es mal so sieht, was es so alles gibt, haben wir es für die Küche schon ganz gut getroffen. Also nochmal ein Küchenaccessoires brauchen wir eigentlich nicht. Tuchhalter dazu. Haben wir hier noch was Hübsches? Ah, ich glaube, wir können das. Können wir die hier dran? Da müssen wir wieder mit dem Sheet arbeiten. Passt leider nicht drauf. Ich finde die süß, die alte hier. Ja, komm schon. Ach doch, die kann doch drauf platziert werden. Ah, das ist ja. Geht es automatisch. Ist sie denn nicht hübsch? Welche Farbe kriegt sie denn? Wir nehmen sie mal in Pink hier. Wenn man so morgens aus dem Schlafzimmer rauskommt, ne, sich einen Kaffee holen geht,
Dann begrüßt sie einen mit dem freundlichen Lächeln. So, haben wir hier noch irgendwas für die Küche? Küche, Küche, Küche. Ah, hier. Das darf nicht fehlen. So ein paar Gerätschaften hier, so Utensilien überall verteilen. Na, da passt nicht mehr hin. Ach Moment, wo sind denn die? Wir haben hier doch auch so eine komische Cornflakes-Schachtel. Die finde ich auch immer ganz cool. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch Cornflakes suche oder so, dann finde ich das leider nicht. Aber ich glaube, die ist doch aus. Ist die nicht aus. Aus dem Gameplay-Pack? Aus Outdoor-Leben? Ah, hier, da ist sie doch. Erschwingliche, jedoch esoterische Speise, ja. Mahlzeit. Ich glaube, da müssen wir auch noch so ein bisschen gucken. Ja, die steht ein bisschen über. Da müssen wir irgendwie was drunter legen. Waren wir doch hier. Moment. Einmal zurück. Dann mache ich den Trick wieder. Ich hoffe, der funktioniert hier. Gucken, dass wir so ungefähr die Farbe bekommen. Und nach oben. Klappt das? Passt das? Ja, so geht's einigermaßen. Steht auf dem Tablett drauf. Das haben wir da oben. Was können wir sonst noch platzieren? Flammenbeständigen Kochutensilien, da dürfen auch nicht fehlen. Einmal nach oben bitte. So, da müssen wir das auch einmal drauf packen. Womit wir immer hier tricksen müssen, damit es einigermaßen gut aussieht. Mhm. Ja. Genau. Können noch einen Teppich mit rein platzieren, damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Ist denn der mal ganz nett? Mhm. So im schlichten Grau hier. Genau. Aber irgendwie sieht mir diese Wand hier noch ein bisschen sehr leer aus. Die Seite hier. Können wir gucken, ein paar Blümchen reinpacken. Ich will ein bisschen Pflanzen mit darin haben. Die gehen immer. Pflanzen gehen immer. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Genau, gut. Können noch mal gucken. Das brauchen wir nicht. Wo ist sie denn? Wo ist es? Da. Der Seifenspender. Das können wir noch mit da reinpacken. Gemüse haben wir genug. Obst. Eine Keksdose. Kekse. Das hier rüber. Nee, das geht doch nicht. Geht das hier hin? Ja. Die nicht raus. Ich finde die nämlich wesentlich schöner. Wo ist sie denn? Ach, ich, nö, jetzt komm. Muss man sie schon wieder hier hoch machen? Immerhin sind sie da drauf. Lila Kaktus. Ich möchte auch einen lila Kaktus haben. So. Dann haben wir meine Küche schon eingerichtet. Fehlt noch irgendwas? Also eine Spülmaschine. Das könnte man noch überlegen. Ach, Moment. Wir brauchen ja noch einen Abfalleimer. Spülmaschinen-Abfalleimer. Genau. Apparate.
Wo haben wir sie denn? Wo ist denn die Spülmaschine? Bin ich blind? Wo ist die Spülmaschine? Ah, hier, da. Der Profispüler. Und wir brauchen einen Abfalleimer. Und da finde ich ganz cool, wo ist er? Dieser hier. Das ist, glaube ich, der Mülleimer. Da, wenn man da Müll reinfüllt, dann bekommt man Geld wieder. Das ist auch nicht schlecht, aber ich finde, wir nehmen lieber diesen hier mit der Mülltüte mit drauf. Noch hier hin. Genau. Und dann Deko. Ups. Das war zu viel. Eine große Pflanze. Dann sind da Deko. Eine große Pflanze. Finde ich die hübsch. Passt die zu meiner Küche? Ja, doch. Nehmen wir den hier. Genau. Das ist die Küche. Dann kann ich ja hier schon mal andeuten, wie ich es dann ungefähr vorhabe. Oberflächen. So, also ich möchte, wie gesagt, hier soll dann unser schönes Esszimmer hinkommen. Welchen Tisch nehmen wir denn? Ich glaube, ein Zweiertisch reicht eigentlich für die Familie. Bowling. Ah, ja, nee, nee, ist nicht ganz so. Nicht ganz so der Stil. Schade, dass es sowas mit einem, ja, mit einer Tischdecke nicht ein weniger rustikal gibt. Also, das sieht ja sehr nach, ja, Outdoor-Möbel aus. Hier haben wir doch einen. Hey. Ein bisschen abgewrackt schon, aber naja. Wo ist denn den? Den finde ich schön. Da machen wir so ein bisschen auch mit. Oder gibt es im gibt oder haben wir im Vintage Glamour einen Tisch? Ich weiß es gar nicht. Wo ist es denn? Vintage Glamour? Nein, wir haben keinen großen. Doch. Ah, jetzt ist ein Schreibtisch. Keinen. Leider keinen Esstisch. Komfort. Haben wir da was? Von Vintage Glamour. Ah ja, hier sind die. Ja, die passen natürlich jetzt extrem nicht gut zu meinem Tischchen. Dann nehmen wir den anderen Tisch. Also es ist manchmal eine ganz schöne Fummelei, hier was zusammen was zu finden, was auch dann letztendlich zusammenpasst. Nehme ich auch was mit Metall. Ja. Oder den etwas. Ne, dann nehmen wir den hier. So. Ah, jetzt habe ich hier wieder nicht. Welche Farbe? Ich möchte gerne einen hellen haben. Einen hellen Stuhl. In Gold. Das ist ein bisschen. Nein, das ist ein bisschen zu krass. Wir bleiben bei Weiß. Bei Weiß ist immer gut. Jetzt muss ich mal eben den Cheat deaktivieren. Auf. Damit ihr hier auch hier. Hey. Ihr sollt da dran snappen. Das ist ja. Oh, ich krieg zu viel hier. Der klassische Vorführeffekt. Warum geht das jetzt nicht? Warum gehen die da nicht dran? Ausprobieren. Der Bene verzweifelt an einem Tisch mit Stuhl. Oder, ach Moment, oder ist das ein Sessel? Ist das kein Stuhl? Oh, das ist ein Sessel. Ach Mann, ey. Oh, kein Wunder. Das war falsch. Gut, dass wir es zurückmachen können. Okay, also das ist kein Stuhl, kein Esszimmerstuhl, sondern ein Sessel. Schön, dann habe ich ja auch was heute dazugelernt. Nochmal. Haben wir denn jetzt hier? Hier ist der Stuhl. So.
Jetzt aber. Der geht auch dran. Na, siehste. Gut. Also hier soll dann die S-Ecke jetzt hinkommen. Hätten wir jetzt auch geklärt. Beleuchtung. Um die Beleuchtung muss ich mich gleich in der Küche noch kümmern. Denn die möchte ich gerne weghaben. Die ist ein bisschen, hängt ein bisschen sehr tief. Nee. Ah, Moment, jetzt fällt mir aber gerade auf. Ich kann meine schöne kleine Seniorita hier gar nicht stehen lassen. Denn hier soll ja die Abtrennung hin. Ja, dann suchen wir für die nochmal ein anderes Plätzchen. Oder wir machen sie in groß. Wir suchen für dich noch ein Plätzchen, ne? Genau. So, nochmal den Sheet. Damit ich es euch nochmal vorstellen könnt. Also wie gesagt, hier kommt das Esszimmer hin. Und dann dürft ihr euch das nochmal aussuchen. Ich zeig's nochmal. Falsch eingegeben, echt jetzt. Also entweder würde es so aussehen mit der Küche. Oder wir nehmen dieses hier. Die Farbe müssen wir nochmal schauen. Und das verstecke ich dann noch. Was findet ihr besser? Eins für die Äste oder zwei für das Bowling Pack? Das dürft ihr euch aussuchen. Genau. So, da kommt dann der Essbereich hin mit meiner Senorita. Vintage Glamour. Und dann werden wir hier in dem Bereich das soll jetzt erstmal nur als Vorführung sein, da werden wir noch was Schöneres aussuchen. Hier dann so der Wohnbereich hinkommen. Ja, genau. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gerne haben möchtet. Auch Vorschläge immer gerne her damit. Und da nochmal zur Erinnerung, wie gesagt, ihr dürft hier ja den Raum einrichten. Tada. Ich habe auch schon gesehen, wir können mal kurz in die Galerie schauen. Es haben schon einige mitgemacht, also vielen Dank dafür. Wir können noch immer weiter mitmachen. Hashtag Senftraum passt perfekt, habe ich eben schon mal nachgeguckt. Also es haben schon einige coole Sachen, ja, wurden schon eingereicht. Was ich ganz cool fand hier, ein WoW-Raum, sehr cool. Passend auch in Rot zu Horde, ich bin ja Horde. Ein Babytraum wurde auch schon gemacht. Ob ich irgendwann mein Kind bekomme, ja, das muss ich mir nochmal gut überlegen. Aber falls ich es bekomme, hier ist der passende Raum dafür. Ich werde noch ein Showcase-Video davon machen, also keine Sorge. Die schaue ich mir alle nochmal in Ruhe an. Und ja, dann wären wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr mögt meine Küche und ich hoffe, da kann man auch gut kochen für meine Sims. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gerne Kommentare da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann erstmal. Tschüss.